Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Angelausflug. Ich werde leider mal auf alles eingehen, nehme jetzt noch die Quests an von dieser Woche. Angelausflug ETZ, eigentlich ist es aus der Reihe jetzt hier der letzte Abschnitt, der letzte Exo-Fisch, den man angeln muss, um halt die Exo-Quest zu starten. Das hat zwar jetzt nichts mit dem Angelausflug, mit der Quest zu tun, aber wie gesagt, es hängt ja alles irgendwie zusammen, sollte man auch dann alles irgendwie auf einmal erledigen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die Angelausflug ETZ Quest mit und dann werde ich da angeln, solange bis der Exofisch raus ist, und dann werde ich alles schön in Ruhe bei der Helm abgeben oder in der Helm abgeben. So, das ist hier aber die Exo-Quest, ja. Ich nehme sie jetzt direkt mit. Ich hoffe, bei euch taucht sie auch auf. Quest ist abgeschlossen. Was? Stimmt ja gar nicht. So, ja, gehe ich nochmal kurz drauf ein, würde ich sagen. Die Quest ist jetzt mitgenommen. Also hier steht ja. Ja, also es ist genau das gleiche wie Angelausflug Thronwelt oder auch Nessus. Schon 1 von 6, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, man kriegt guten Loot. Wie gesagt, durch Exo-Fische etc. kriegt man echt guten Loot. Legendäre Fische bringen auch guten Loot, also auch Exo-Sachen viele. Deswegen nehmt es auf jeden Fall mit. Zudem seid aber zugesagt, ich habe hier alles upgegradet. Ich weiß nicht, ob es auch damit irgendwie reinspielt. Hier habe ich alles fertig gemacht. Zudem trage ich halt die Rüstung hier einmal, ne, von dieser Season MPA. Set, 4 Stück müsst ihr Sachen einsetzen hier, das heißt, ihr habt dann hier diesen Booster, Sonarverstärker gewährt 3% zusätzlichen Sonarstationshändlerruf aus allen Quellen. Jedes von dir getragene Rüstungsteil mit diesem Perk erhöht diesen Bonus bis auf maximal 12%. Also, wenn ihr Sachen abgebt in der Helm, ja, kriegt ihr dann einen Rufbonus von 12%, wenn ihr halt 4 Gegenstände ja, von dieser Season MPA-Rüstung oder Set tragt. Das ist wichtig, dass ihr es auch tragt, aber eigentlich hauptsächlich nur, wenn ihr halt in der Helm die Fische abgebt. Aber ist trotzdem wichtig, dass ihr das mitnehmt und anzieht, ja. Ihr könnt auch einfach irgendeine Rüstung nehmen, ist egal. Ihr könnt ihr auch dann kurz vorher anziehen und dann abgeben. Ich trage die jetzt die ganze Zeit, weil ich sonst eventuell vielleicht doch irgendwo Ruf verpeile für die Sonarstation. Deswegen trage ich es halt die ganze Zeit. So, also verdiene Punkte, um Teilnahmeprämien zu erhalten, indem du Fische am Stadtrand in der ETZ fängst. Höherstufige Fische sind mehr wert. Exotische Fische 20 Punkte, legendäre 5, seltene 2, ungewöhnliche Fische 1 Punkt. Ja, 100 Punkte sind zu erreichen. Das heißt, insgesamt braucht ihr aber 500 Punkte, um auf Platin zu kommen. Wenn ihr das erreicht habt, kriegt ihr dann halt auch immer wieder neue Sachen und immer wieder neuen Loot. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Die Fische könnt ihr, wie gesagt, dann auch abgeben. Und das ist auf jeden Fall lohnenswerte Sachen. Auch wenn es langweilig ist und lange dauert. Also mein Durchschnitt war für einen Exofisch immer so eine Stunde angeln. Kommt wohl hin. Um die Quest hier zu erfüllen, habe ich meistens 2 bis 2,5, 3 Stunden so gebraucht. Also es dauert doch schon ganz schön lange, kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, aktuell, wie gesagt, ist auch hier auf der ETZ. Also man kann auch woanders angeln. Ja, man kriegt doch trotzdem überall die Exo-Fische, darf man nicht vergessen. Also ich habe auch die Thronwelt letzte Woche erledigt, obwohl eigentlich Nessus aktiv war. Aber hier müsst ihr dann hin, hier, Angelausflug ETZ. Da müsst ihr hin und da dann angeln und wie gesagt, den Exo-Fisch auch mitnehmen, weil dadurch startet ihr dann die Exo-Quest. Hier ist einmal die Angelausrüstung, also der Korb. Hier steht, Köder habe ich noch 287, sollte erstmal reichen. Gesamtzahl der Fische, die ich geangelt habe, die ich noch nicht abgegeben habe, sind 137. Ja, das werde ich dann machen. Dann steht hier, eine gebrochene Klinge wurde in Savathuns Thronwelt beansprucht. Das heißt, ich habe von Savathuns Thronwelt schon den Exo-Fisch abgegeben. Da habe ich dann halt hier einmal einen Teil davon gekriegt. Jetzt muss ich ich habe hier einen Exo-Fisch, steht der 1, wie gesagt, das ist von Nessus der Exo-Fisch. Wenn ich den abgebe, kriege ich noch eine gebrochene Klinge und dann noch von der ETZ, wenn ich einen Exo-Fisch geangelt habe, kriege ich dann noch eine gebrochene Klinge. Ihr braucht 3 gebrochene Klingen, um halt in Tauchgänge die Exo-Quest zu starten, beziehungsweise dort weiterzukommen. Das heißt, wenn ihr das alles habt, die 3 Fische, müsst ihr dann halt, wie gesagt, hier in der Helm erstmal vorher alles abgeben hier. Also hier, da ist ja das Ding für die Fischabgabe. Dann geht ihr in Tauchgänge rein, am besten mit einem guten Team, sonst könnt ihr es eigentlich vergessen. Und da müsst ihr dann 3 Statuen ansteuern, dort dann halt die zerbrochenen Klingen halt eben einführen oder wieder vervollständigen, ich weiß nicht genau. 3 Statuen, und bei der 3. Statue ist so ein Tor, da geht ihr durch und startet die Exo-Quest. Das ist eine Mission, die ist gar nicht so einfach, da solltet ihr auf jeden Fall mit einem guten Team reingehen. Dann, wenn ihr die Mission geschafft habt und den ganzen Kram da erledigt habt, also wieder, das ist nicht so einfach, dann gibt es zum Ende hin auch nochmal 7 Sachen zu finden, hier bei der Exo, also man landet, glaube ich, in der Pyramide drin, glaube ich, aber da gibt es auf jeden Fall auch noch Sachen zu holen und anzuschießen, also müsst ihr auch 7 verschiedene Sachen noch machen, indem ihr halt da irgendwelche Sachen anschießt. Aber das würdet ihr alles sehen. Das so ist dann halt der Anfang von der Exo-Quest. So solltet ihr es machen. Und ja, dann gehe ich jetzt gleich direkt in die ETZ angeln. Und dann sehen wir uns dann wieder gleich irgendwann.
Ich werde mal kurz überlegen, wann ich das mache. Entweder wenn ich es vollständig fertig habe hier oder auch erst später mal gucken. Naja, so, bis denn. Erstmal bis, oder bis gleich, sagen wir es mal so. So, extra frisch geangelt. Habt ihr ihn jetzt gekriegt? So, sorry, ich habe gerade mein Headset nicht aufgehabt. Ja, habt ihr den exotischen Fisch gerade gekriegt, wie ihr gesehen habt, und jetzt geht's weiter. Normalerweise könnt ihr jetzt schon in die Helm fliegen und den Fisch abgeben und könnt ihr mit der Exoquest direkt anfangen und dann direkt spielen. Aber ich mache ja noch meinen Angelausflug hier fertig, aber wie gesagt, den Exofisch habe ich jetzt geangelt. Bin ich sehr mit zufrieden, dass ich ihn schon bekommen habe. Moment. Was wollte ich jetzt mal gucken? Verdammt. Nee, das war falsch. Sorry. So, hier Angelkorb. Exotische Fische 2 habe ich jetzt. Wie gesagt, Fische Besitz 219. Ja, das ist schon mal ganz okay. Wie gesagt, ich mache jetzt aber erstmal weiter, bis ich hier bis zum Ende gekommen bin. Und dann gebe ich den ganzen Kram zum Ende hin ab. Noch ein kleiner Tipp. Aktuell ist ja hier in der ETZ. Das heißt, wenn mehrere Leute angelt, ist natürlich konstruktiertes Angeln schneller voll. Konstruktiertes Angeln wird natürlich erhöht, indem ihr Exofische oder legendäre Fische fangt. Die bringen euch auch weiter. Was Loot angeht, wenn hier das Event anfängt hier oben, ne, macht das einfach fertig und warte, bis die Angelstellen wieder auftauchen. Das geht auch, ist kein Problem. Tut nicht weh. Und ja, im Verbund angeln ist halt natürlich besser. Und wie gesagt, wenn hier die öffentlichen Events kommen, macht ihr einfach schnell fertig und fahrt hier zurück. Die Angelstelle ist nicht immer gleich an der gleichen Stelle hier. Jetzt aktuell ist sie hier. Die kann auch da hier auftauchen oder da auftauchen. Es gibt mehrere Positionen, aber das seht ihr dann auch direkt. Die sind immer beleuchtet. Bis in den Himmel sind die beleuchtet. Man sieht das dann halt auch. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich dann halt hier meinen Angelquest-Ausflug soweit abgeschlossen habe. Wie gesagt, aktuell bin ich hier bei 187 Punkten. Ich brauche aber insgesamt 500 und ja, das dauert halt noch extrem lange. Aber meinen Exofisch habe ich schon mal geangelt. Vielleicht finde ich ja noch einen oder angel ich noch einen. Mal gucken. Dann bis gleich. Ich habe noch einen Exofisch gesammelt. Also der Exofisch hier kam jetzt nochmal rausgedroppt. Innerhalb von 5 Minuten habe ich 2 Exofische gekriegt. Ich habe jetzt insgesamt so ungefähr 25 Minuten geangelt hier. Also ich habe jetzt nochmal einen Exofisch gekriegt. Eigentlich ziemlich nice. Ja, wundert mich ein bisschen, aber hat funktioniert. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal dann so viele Drops gekriegt habe, aber das ist ja richtig geil. 2 Exofische innerhalb von 5 Minuten. Ist wahrscheinlich eher ein Zufall, aber ich habe noch einen gekriegt. Das bringt mich auf jeden Fall voran und ja, wir probieren weiter unser Glück. Und hoffen darauf, dass es noch besser wird und noch mehr kommt und auch legendäre Fische und alles. Also, ja, Angeln kann auch begeistern, kann aber auch richtig öde sein. Wie gesagt, es kann auch richtig lange dauern. Also vorhin war das so, da waren hier Teammates hier mit mir am Angeln, so 6 Stück, die haben alle nacheinander ihre Exofische gekriegt. Ich habe gar nichts gekriegt, jetzt habe ich, wie gesagt, 2 direkt gekriegt hintereinander. Wie das sein kann, weiß ich auch nicht. Aber, ja, freut mich auf jeden Fall. So, wir sehen uns dann, warte, ich kann noch mal kurz ein bisschen angeln hier, Moment. Mal gucken, ob noch irgendwas kommt, was mich gleich voranbringt. Noch ein Exofisch? Ist das ein Bug? Hä? Ich weiß nicht, was es gerade ist. 3 Exofische? Was? Hintereinander? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist echt ein bisschen komisch. Ich meine, ist geil, aber hä? Was soll das? Ich mache einfach mal weiter. Vielleicht ist irgendwie ein Bug oder so. Keine Ahnung. Wunder mich. Nice, aber geil. Was? Keine Ahnung, was es gerade soll. Aber bringt natürlich extrem schnell nach vorne. Richtig cool. Ich mach mal eben kurz weiter. Wie gesagt, vielleicht kommt er nochmal raus. Mal abwarten. Das ist ja... Das hat er noch nie gehabt. 3 Exofische... Naja, einmal machen wir noch und dann kann ich die Aufnahme wieder abbrechen, beziehungsweise stoppen sozusagen. Aber wie gesagt, es kann gut funktionieren hier. Also, und wie gesagt, da droppen gute Exo-Sachen, vielleicht auch Exo-Ausrüstung mit guten Werten. Man weiß es nicht. So, das soll es erstmal gewesen sein. Sehen wir uns dann wieder, wenn ich fertig bin. Die Exo-Fische werden wir da nochmal durchzählen. Bis gleich. So, die Angelquest ist erledigt. Ich kann jetzt gleich den Loot abholen bei Horthrawn, aber zuerst gucken wir uns mal kurz die Quest an. Komischerweise habe ich in der ETZ jetzt 6 exotische Fische innerhalb von einer Stunde gefangen. Warum? Ich habe keine Ahnung, aber läuft auf jeden Fall. Fand ich schon mal ganz gut.
Ja, das, wie gesagt, ist ja selbsterklärend hier, Angelausflug, ETZ, wie gesagt, da sind die Punkteaufteilung von den Fischen, die ihr braucht. Ihr braucht insgesamt, wie gesagt, 500 Punkte insgesamt, das dauert doch schon ein bisschen länger, aber wenn ihr Exofische en masse fangt, geht es extrem schnell. Ja, und jetzt holen wir uns die Loot ab hier und schauen dann mal gleich in den Helm, was es noch so an Loot gibt. Wie gesagt, ich hoffe mal, ich habe dann auch alle Quest-Voraussetzungen erfüllt für ja, die Exo-Quest, die dann halt in Talkgänge losgeht. Überdauern holen wir uns mal ab hier. Ob die Perks gut sind oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Das muss ich dann irgendwie nochmal in Erfahrung bringen und nochmal schauen. Das weiß ich gerade nicht. Am besten packt sonst einfach die Waffe einfach in den Tresor, wenn ihr unsicher seid. Ja, das ist halt erstmal safe. Das muss ich eigentlich auch noch machen. So, jetzt schnell zur Helm fliegen. Wir haben nicht viel Zeit. Ich muss gleich nämlich auch los. Aber wie gesagt, ihr müsst halt ein bisschen Zeit investieren. Ne? Nicht vergessen, gleich wenn ihr Sachen abgibt, tragt auf jeden Fall, wie gesagt, von dieser Season hier einmal die MPA Rüstung, also oder Sets, Teile, 4 Stück mindestens, damit ihr halt 12% EP-Ruf-Erhöhung bekommt, so Nahestationshändler-Ruf-Erhöhung, ja, das ist wichtig, dass es aktiv ist, bekommt ihr meistens dann, wenn ihr die Fische abgebt. Zudem ist, wie gesagt, hier zu sehen, ich habe jetzt hier 7 exotische Fische, also auch noch einen von Nessus, 37 legendäre, also kommt auf jeden Fall ganz schön viel Loot bei rum und auch rein. Dementsprechend müsst ihr natürlich auch erstmal gucken, dass alle Sachen hier freigeräumt sind, damit ihr halt euren Loot, sag ich mal, anständig verwalten könnt und nicht einfach vernichtet wird, weil meine Poststelle ist schon mein Tresor ist bis oben gefüllt. Hier ist auch alles voll, da muss man echt mal langsam aufräumen. Ja, das brauche ich ja nicht erstmal nicht. Der Rest muss ich dann mal gucken, was ich hier noch so behalten muss und was nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Dö. So, ja, dann haben wir das schon mal. Dann wollen wir mal gucken, was ich jetzt so kriege. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ich glaube, ich gebe einmal erstmal ab. Ach doch, eine Sache wollte ich nochmal gucken. Bei meiner Sammlung, kann man ja gucken, Exo-Sammlung. Was fehlt mir denn noch beim Titan? Dafür noch Schwebesprung und Dornenwächter. Ich glaube auch nicht, dass ich die Sachen kriege. Mit exotischen Fischen glaube ich eher nicht. Da fehlt auch noch, fehlt noch so viel. So, wir gehen es mal ab. Okay, gebrochene Klinge der List und gebrochene Klinge der Ambition. Also müsst ihr jetzt alles vor, eigentlich alles haben, was ich haben muss, um halt alle Statuen zu aktivieren. Ich hoffe, das stimmt auch. Jetzt stehen nämlich gebrochene Klingen wurden in der ETZ, in der Thronwelt und auf Nessus beansprucht. Ja, das muss da stehen, Leute, sonst braucht ihr nicht in die Exo-Quest reingehen. Das haben wir jetzt erledigt, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Mit 66, gute Aufteilung, ey. Man kriegt echt gute Sachen hier im. Also man kriegt hier echt super Loot, ey. Kann man nicht anders sagen. Ist echt, der Loot ist bombastisch mit den exotischen Fischen. Lohnt sich definitiv. Spaltungsfähig. 62, okay, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Das kann ich gleich weghauen. Das brauche ich jetzt nicht mit 62. Sind auch schon ein paar mehr Fische drin, wie man sieht. So, gucken, was wir hier gekriegt haben. 65 Schädelfeste, 63, kann die weg, dann kann ich die rein infundieren. Moment. Muss immer genau gucken, was man macht. Ab und zu machen wir auch Fehler, ich auch, jeder andere auch. Aber die höheren Exo-Sachen würde ich ganz gerne behalten mit den Werten. So, Punktkontakt-Kanonstativ. 67 Belastbarkeit extrem erhöht, auch gute Werte. Auch gute Werte hier. Mann. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich bin einfach so vollgepackt, das nervt. Das nervt wirklich. Kann ich euch nicht, kann ich euch sagen. Das nervt ganz schön. So, 3 haben wir noch. Fingersreißer Schulterplatte sehe ich jetzt nicht, weil die in die Poststelle wandert. So ein Mist. Typ 44 abseits. 67, die Aufteilung gefällt mir hier unten aber nicht. Die obere Aufteilung mit Belastbarkeit gefällt mir besser. Deswegen kann das wieder weg. Cape Resshorn, was das Eisenbahn nochmal vernichtet hat komplett. 66er wird auch gut. Alter doch. Ja, es ist ein Problem. Ja, ich habe keinen Platz mehr irgendwo. So, jetzt haben wir legendäre Fische noch. Da können auch Exo-Sachen rausdroppen. Wir machen es einfach mal.
Entwicklung. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Guck mir jetzt die Sachen jetzt hier nicht an. Ich lösche die jetzt einfach weg. Ja, es ist einfach zu viel. Ich kriege einfach zu viel. Das ist einfach unglaublich. So, die kann auch weg. Ach, Junge, Junge. Leider keine Exo-Sachen gerade. Kann aber auch hier rausdroppen, Exo-Sachen. Ich muss leider gleich mal kurz zur Poststelle gehen, weil ich... Es ist, einfach so viel Loot. Da vernichte ich mir irgendwas in der Poststelle. Das wäre natürlich ärgerlich. Gott sei Dank ist die gleich um die Ecke. So, jetzt kann ich schön getrost in die, in die Tauchgänge gehen und dort dann die drei Statuen aktivieren, dann die Exo-Waffe holen, aber es dauert halt alles, ne? So, 66 Belastbarkeit. 67. Oh, Belastbarkeit, guckt euch das an. Was für Werte. Also die Werte sind echt top, ne? Also das ist echt lohnenswert zu angeln. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn ihr euch. Also ist natürlich auch random drop, ne? Man kann natürlich auch immer nur Mist kriegen. Aber insgesamt sind die Sachen gut, sonst packt ihr einfach einen Tresor. Vielleicht braucht ihr die Exo dann irgendwann nochmal. So, zweite Abrechnung, auch irgendwas abgeschlossener. Drei Sachen wandern wieder in die Poststelle, schon mal schlecht. Das ist einfach zu viel. Aber nice, macht Bock. Also das Angeln, auch wenn es langweilig ist zum Teil und noch lange dauert alles, aber es macht Bock. Und man kriegt ja auch so legendäre Bruchstücke, Verbesserungskerne. Vielleicht hat man ja auch mal eine Waffe mit Godroll dabei, aber ich lösche die jetzt alle, weil ich hole mir dann eh irgendwie den Bauplan irgendwann und dann spiele ich eh mit den Saisonwaffen erstmal. Anders geht's gar nicht. Da ist nochmal ein Exo, sehr schön. Der kann auch hier draus droppen, ne? So, gleich ist hier durch. Gott sei Dank. Dann haben wir noch natürlich ganz, ganz viele Triumphe, die ich abgeschlossen habe. So. Noch ein bisschen Ruf gekriegt. Das läuft doch. So, hier haben wir ein paar Fischchen drinne schon. Wie gesagt, hier schwimmen sie alle rum. Ja, da sind sie alle. So, jetzt nochmal Triumphe abgeben und dann sind wir hier erstmal durch und dann gehe ich dann irgendwann dann in die Exo-Quest rein, in die Tauchgänge rein. Das dauert aber noch. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich hin muss. Da muss ich hin. So, wie gesagt, angeln. Da habe ich ganz Ausrüstung, habe ich jetzt abgeschlossen. Zweite Abrechnung habe ich jetzt auch fertig. Dann hier, das haben wir fertig. Da gibt es dann Aquariumsdekoration Kanone. Hier gibt es einmal Aquariumdekoration Anker. Hier, der Angler. Was ist das? Cool. Exotischer Angler. Das ist ja geil. Was ist das denn? Das ist ja geil. Oh nein, nicht in die Poststelle. Oh Mann. Naja. Moment. Das ist ja geil. Lustig vor allem. Wusste ich gar nicht. Nice. Hey, das ist ja geil. Dann mach ich gleich rein hier. Also ich find's schon lustig hier. Teichfreunde. Nice. Ja, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Das Aquarium wird auch voller. Ich weiß jetzt aber nicht, wo die Sachen, wie gesagt, aufgetaucht sind. Ich bin meistens blind. Ich sehe das meistens nicht. Aber wie gesagt, hier kommen auf jeden Fall immer wieder Sachen rein. Da ist der Anker auf jeden Fall. Kanone habe ich jetzt noch nicht gesehen. Da ist die Kanone. Okay. Ja, es wird voller. Langsam, ne? Wer viel spielt, bekommt auch viel. Meistens zumindest. So. Dann haben wir auch noch ein bisschen was abgeschlossen. Dann hier seltene Angler. Hier gibt es Aquariumdekoration, Statue des goldenen Zeitalters. Da fehlt noch Keprischer Axtfisch, fehlt mir noch. Okay, das muss ich noch angeln. Da fehlt mir noch was. Hier haben wir erledigt. Da was erledigt, da was erledigt, da was erledigt. Also alles geschafft haben wir natürlich noch nicht. Lange nicht, aber ein Teil auf jeden Fall.
Wer viel angelt, wie gesagt. So. Alter, das ist viel. So, irgendwas habe ich hier noch vergessen, anscheinend. Wo? Da. Sieht man gar nicht so richtig, ne? Irgendwie. Ah, doch, ey. Ach, doch abgeschlossen. Okay, das war wohl buggy. Wächsunterkunft, okay. Wächsunterkunft. Ha. Da hinten das Ding. Das ist der Reisende. Naja, ihr könnt euch das ja nochmal angucken hier in Ruhe. Hier sind auch mal was. Ah, hier, guck mal. Auch noch Sachen. Ja, nice. Das ist doch, das liegt doch super. Gute Sachen gekriegt. Mit dem Abzeichen ist auch irgendwie ganz lustig. Dann wollen wir sagen, dann sind wir erstmal durch. Haben wir das Spiel durchgespielt, so ungefähr. Nein. Wie gesagt, jetzt geht's in Tauchgänge rein. Nimmt natürlich auch Beutel mit. Das richtige Team auf jeden Fall zusammenwurschteln, ne? Dann müsst ihr jetzt hier in Tauchgänge reingehen. Dann dort drei Statuen aktivieren. Dann in der bei der dritten Statue ist so ein Tor. Geht ihr durch und dann geht die Exquest los. Und dann müsst ihr auch nicht rumschnitzeln. Ist so gar nicht so einfach. So, danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim selber erspielen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist. Aber das klappt schon irgendwie alles. Bis denn. Tschüss.